Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es ist ein paar Tage her. Kann ich erklären. Timmy war nämlich die letzten Tage krank. Ich habe mich um ihn gekümmert und in den Tagen ist auch wirklich nicht viel passiert. An Iftar habe ich halt nur für mich selber was gemacht und ich habe immer noch was ganz, ganz Kleines gemacht. Und allgemein ist aber nichts Interessantes passiert und deswegen dachte ich so, das ist langweilig für euch safe, weil ich habe nichts gemacht. Ich wusste nicht, was ich filmen soll, wenn ich wirklich nichts mache. So. Ich kann ja nicht filmen, wie ich so auf der Couch bin, meine Videos bearbeitet oder meine Wäsche mache oder keine Ahnung was. Deswegen habe ich nicht gefilmt. Aber ich will auf jeden Fall jetzt wieder starten mit dem Filmen, denn das macht mir natürlich Spaß. Aber heute habe ich wirklich die Kamera vergessen. Also heute hätte ich schon vorher filmen können, aber ich habe die Kamera vergessen. Ich war einkaufen im türkischen Laden. Wir wissen alle, das ist der allerbeste Einkauf, den es einfach nur gibt, weil man da die geilsten Sachen kauft. Ja, ich habe Fleischvorrat gekauft, Leute. Oh mein Gott. Wir hatten nichts mehr an Fleisch da, außer eine Packung Hackfleisch. So, ne? Eine Portion. Aber es ist komplett aufgefüllt. Soll ich es euch zeigen? Ich zeige es euch. Das hier unten, das war komplett leer. Also es ist komplett full. Was ihr alles oben seht, das ist Hähnchenbrust. Ich habe auch noch Hähnchenflügel, Hähnchenkeule gekauft, Gulasch, Pilsola, also Lammkotelett. Keine Ahnung, ich habe ganz schön viel geholt. Hackfleisch, bla bla bla. Das hat nicht mal unten gepasst, deswegen habe ich sogar hier noch ein paar Sachen. Ist schon alles eingefroren. Und guck mal, Leute. Bitte, guckt einfach mal, wie lang meine Haare geworden sind. Wer kann sich an Ramadan von vor 3 Jahren oder so erinnern? War das 3 Jahre? Ich weiß nicht mehr. Wo ich pinke Haare hatte? Oh mein Gott. Wer kann sich daran erinnern? Ihr müsst es in den Kommentaren schreiben, wer sich an diesen Moment, an diese Videos erinnern kann. An Ramadan vor 3 Jahren mit pinken, verbrannten Strohhaaren. Okay? Okay. Sourtime, Leute. Ich habe das hier gekauft. Heute im türkischen Laden. Das ist Bosnisch. Das ist ein Fleischklops. Vegetarier denken sich sowieso, glaube ich, bei meinen Videos. What the... Aber das habe ich probiert. Also es sah schon mal lecker aus, aber ich wusste nicht, soll ich es kaufen, soll ich nichts kaufen. Dann habe ich das letztens gegessen bei meiner Schwägerin. Und die hat das auf dem Tisch bei dem Iftar und so, ne? Nebenbei. Ich habe das sogar klein geschnitten an dem Tag. Ich hatte das in Scheiben geschnitten. Das war voll lecker. Und deswegen habe ich es auch gekauft. Ich weiß, ob das genau dasselbe ist, aber... Das war auch so ein Fleischklops. Deswegen mal sehen, Leute, wie das schmeckt. Das nehme ich heute Salat und dieses beste Salat überhaupt. Das ist Kindheit, Leute. Das ist Kindheit. Aber ich sag euch, in meiner Kindheit hat das noch besser geschmeckt. Es ist einfach, so viele Sachen haben in der Kindheit einfach anders geschmeckt. Ich weiß nicht wieso. Leute, Weißbrot. Dieses Blumenbrot. Oh mein. Das ist krass. Mit diesem Salat. Wer weiß, dass das krass ist einfach. Okay. Ich muss das jetzt einfach mal irgendwie öffnen und in Scheiben schneiden, diese Fleischklops. Nebenbei natürlich ein YouTube-Video anmachen. Ach ja, war eine neue Folge, Leute. Yay. Yay. So sieht der Fleischklops aus. Also ich muss sagen, es sieht wirklich komisch aus. Aber es riecht voll lecker. So sieht es aus, Leute. Don't mind meine Serie. Ich probiere jetzt. Lecker. Ich sitze jetzt hier und das, wer versteht, der versteht, okay? Guck mal bitte, wie lecker das aussieht. Ich liebe einfach Oliven. Grüne Oliven sind einfach das Geilste überhaupt. Dann hier, hoffe das schmeckt. Natürlich selbstgemacht schmeckt besser, aber das jetzt mal gekauft. Diese Salam, diese Buddha, die übelst krank ungesund ist. Safe, aber egal. Das Brot, ein kalter Drink, eine gute Serie. Es ist der nächste Tag. Ich habe mich etwas fertig gemacht. So, das ist mein Outfit. Okay, ihr seht jetzt gar nichts. Jetzt könnt ihr besser sehen. Jeanshose, Pullover, Blazer, goldene Ohrringe, schwarze Tasche mit goldenen Details und dann noch schwarze Schuhe. Und wir gehen jetzt raus, Leute. Frische Luft schnappen. Timmy geht es zum Glück etwas besser, aber noch nicht so 100%. Und irgendwie hat er ein super, super rotes Auge bekommen. Ein richtig rotes Auge, so, keine Ahnung, wovon das jetzt kommt wirklich. Aber
Wir dachten, frische Luft war ein bisschen gut und deswegen gehen wir jetzt raus. Ich höre, wir sind gerade reingegangen, ne? Reingekommen. Vor 2 Sekunden Schuhe ausgezogen. Der hat schon direkt das, was der für Kübi geholt hat. Ich weiß nicht, welche Sekunde der das gemacht hat, aber Kübi mag das. Es wird schon langsam dunkel. Wir waren auf jeden Fall im Hürthpark. Wir sind ein bisschen spazieren gegangen, ein bisschen frische Luft, weil das ist ja so draußen. Also das ist ja jetzt kein geschlossenes Center in dem Sinne. Und dann waren wir bei Müller. Ich brauchte neue Wäschetabs und ein Trockenshampoo. Dann habe ich noch diese neuen Red Bulls da gesehen. An der Kasse habe ich die mitgenommen. Aber die sind jetzt im Auto. Ich dachte so gleich, wenn ich bei meiner Cousine bin. Ach ja, ich bin übrigens gleich bei meiner Cousine zu Iftar, bei Eileen. Und meine anderen Cousinen kommen auch. Und dann habe ich uns allen diesen grünen Red Bull geholt, dieses neue Red Bull. Und dann machen wir gleich einen Taste-Test zusammen. Ansonsten muss ich jetzt noch was erledigen. Und dann fahre ich auch schon los zu meiner Cousine, weil ich brauche so circa 40 Minuten dahin. Leute, wie viel Uhr ist Iftar eigentlich heute? Schon geworden. Echt jetzt? Okay, auf jeden Fall, wir sind angekommen bei Eileen, bei meiner Tates. Und Eileen hat heute alles selber vorbereitet. Sieht super lecker aus. Sie hat gesagt, sie hat um 12 Uhr angefangen. Ich kann es bestätigen, Leute, wenn man wirklich, auch wenn man nur für 4 Personen, wenn man so ein ganzes Menü machen muss, wirklich so früh anfangen zu kochen. Ja, man macht es ja nicht so zack, 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 zack. Also ich lasse mir so ein bisschen Zeit und mache das so in Ruhe. Und dann, ja, muss man sehr früh anfangen. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus und wir setzen uns auch an den Tisch. Ich zeige euch jetzt mal, was es heute gibt. Wir haben jetzt alle gegessen. Das war super lecker. Und ich bin jetzt in einem Zimmer. Ich werde jetzt beten. Habe ihr Gebetskleid hier einmal angezogen. Es hat irgendwie ein bisschen lange gedauert, das anzuziehen, wegen dem Bonnet noch da drunter. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Aber, süße Farbe. Ich werde jetzt beten und dann gehe ich ihr hinten helfen, weil sie räumt ja schon den Tisch ab, aber die anderen sind ja auch noch hinten. Und ich habe schon gesehen, die hat super leckeren Nachtisch gemacht. Bin ich sehr gespannt. Das ist einmal der Nachtisch. Die hat 2 Sachen gemacht. Das ist so ein kalter Hund-Pudding, kann man das so sagen? Ja, kalter Hund. Oder kalter Hund-Pudding. Bin ich sehr gespannt. Sieht super lecker aus. Einfach mit diese Trileche-Dings, das ist auch auf meinen Lieskuchen gemacht. Mega nice. Die habt ihr eben schon in meinem Video gesehen. Einmal super leckere Cupcakes oder Muffins. Streusel, Leute, egal welche ich bin, ich werde immer Streusel mögen. Und alles, was Streusel drauf sind, werde ich einfach geil finden. Und so, Taze holt jetzt hier mein YouTube-Stück raus. Warum bist du das denn? Keine Ahnung. Oh, jetzt weiß ich, was du mit dieser Kalt. Das ist ja meine Kindheit, diese mit den Keksen. Super leicht, einfach 2 Zutaten brauchen wir. Wow. Mm. Mm, das ist super butterig, lecker, Leute. Noch ein Schuh. Diese Butter. Die so, ich wollte, dass sie so richtig rausholen. Film nochmal. Und dann war das einfach noch schlechter als das andere. Ich einfach in die Hälfte durch. 3. Versuch, Leute. Oh, damit klappt es. Wow. Ja. Damit hat es geklappt. Wir haben uns jetzt in Ayens Wohnzimmer gesetzt. Einfach. Ihr habt das hier gekauft. Aber jeder von denen hat es probiert. Alle 3 haben das schon probiert. Das heißt nur, ich werde das probieren, aber die haben gesagt, es schmeckt gar nicht so gut. Ich habe auch eigentlich gehört, dass es nicht so gut schmeckt, aber ich dachte, wir probieren zusammen. Egal. Weißt du, wonach das schmeckt? Das riecht nach Shaker, einfach so wie wir so Haribo kennen, aber so diese richtig süßen. Ja. Ich finde aber, das schmeckt aber ganz okay. Das schmeckt auch ein bisschen danach, aber ich kenne auch Leute, die sagen, das schmeckt nach Gurke. Nach Gurke? Und das verstehe ich aber auch nicht. Nee, also für mich Gurke, dann darf das auch gar keinen Fall süß schmecken. Weißt du, was ich meine? Ja, ich check, was du meinst, aber ich finde, das schmeckt einfach süß. So nach Haribo. Okay, bin gleich gespannt. Das probiere ich gleich. Cupcake esse ich auf jeden Fall 1. Das habe ich schon gegessen. Super lecker. Dann, darauf habe ich auch Bock. Like, Chicken Deck, Sonnenblumenkerne. Was ist das? Was ist das und woher ist das? Wieso war das so lecker? Chicken Lidl. Wieso könnte ich das nicht? Nee, die Packung ist nicht kaputt. Bar. Also warm, ne? Nicht bar, aber nicht lecker. Banchokban, können wir so sehen. Banchokban. Banchokban, so können wir so. Da stand auch Vitamin. Boah, ich sehe so müde aus. Man sieht mich nicht. Nein, man sieht dich nicht. Ich probiere das jetzt. Oha. Ich kann es nicht einschätzen, das riecht einfach wieder nach Seife und süß. Das werde ich jetzt probieren, okay? Ey, das riecht nach Seife. Echt? Ich verstehe immer alles, was so künstlich ist, riecht voll nach Seife. Das riecht nach Dinge. Das riecht nach saurer Seife. Saure Seife? Ich erinnere mich nicht. Was? Ja, ich erinnere mich nicht. Das riecht echt nach saurer Seife, auch wenn dieser Begriff gar keinen Sinn macht. Okay, 1, 2.
Eklig nicht. Nein, eklig nicht. 6 von 10. Ja, Mona schmeckt das. 5 von 10. Also schmeckt auf jeden Fall nicht nach Gurke. Kuruba, was ist Kuruba? Holunderblüte. Holunder ist doch diese komische Pflanze, oder? Ich schmeckt echt nach Gummibärchen. Ja. Ne? Irgendwas so. Diese. Irgendwas saure Gummibärchen, ja. Mm. Boah, es gibt ein Shaker, das schmeckt genau nach dem Grünen. Von Dingens. Hitchler. Ja, ja. Ein Hitchler-Ding ist das Grüne. Kannst du jetzt machen oder vielleicht, wenn du willst. Findest du nicht? Kann man auf jeden Fall machen, Leute. 6 von 10. Würde ich mir jetzt nicht wieder kaufen für mich. Ich brauche eine Meinung. Ja, okay. Eigentlich machen wir unsere Meinung. Tschüss. Timmy hat eine Bestellung aufgegeben. Bei noch eins. AliExpress. Und der hat echt viele Sachen bestellt, unter anderem dieses Teil. Okay, ich muss sagen, das ist schon ein bisschen satisfying. Und Cube hat das auch richtig gefeiert. Der ist dann aggressiv. Ich glaube, dieses Ding hat den Kiwi gemacht. Kiwi, komm. Also der hat zwei Stück geholt. Das hat auch 1,50 € gekostet. Der hat auch 1,50 € gekostet und der ist wohl was besser. Aber ich weiß nicht, was ich von diesen Dingern halten soll. Eigentlich ganz praktisch, weil ich bin auch jemand, ich habe meistens nur Karten, kein Bargeld so. Aber ich habe Angst, wenn man das einfach in die Tasche tut, dass das irgendwie rausfällt oder sowas. Die Sonne scheint wunderschön, wollte ich gerade sagen. Und auf einmal wird es dunkler, Leute. Nicht mehr so viel Zeit bis Iftar. Wir haben 18.08 Uhr gerade. Ich werde jetzt anfangen, das Essen vorzubereiten. Ich noch gar nicht hier aufgeräumt. Es wird heute Spaghetti aglio olio mit Garnelen geben. Und Bruschetta wollte ich machen. Genau. Wir brauchen einmal Garnelen. Spaghetti, wir brauchen Olivenöl, wir brauchen Knoblauch und Chili. Also wirklich, ist eigentlich ein ganz, ganz einfaches Rezept. Und einmal Spaghetti, Leute. Diese hier liebe ich. Die sind super lecker. Cherry-Tomaten, Basilikum für die Bruschetta. Knoblauch natürlich. Ich muss einen neuen Knoblauch kaufen. Dann brauche ich Baguette. Ich mache da wirklich ganz wenig. Ich möchte nicht übertreiben. Ich möchte nicht, dass es übrig bleibt. Spaghetti macht uns eigentlich schon sehr, sehr satt. Diese zwei Brötchen sind noch übrig, deswegen ich werde nur die beiden benutzen. Wahrscheinlich einmal in der Hälfte schneiden. 4 Stück. Das reicht vollkommen aus. Eigentlich alles ist ganz easy, Leute. Ich glaube, ich mache das Brot dann in der Pfanne fertig, damit das ein bisschen crispy ist. Wir haben jetzt noch 47 Minuten. Das reicht auf jeden Fall voll und ganz. Ich werde jetzt einmal hier den Knoblauch vorbereiten für beide Gerichte. Ich brauche jetzt ganz viel Knoblauch. Ja, Leute, ich liebe Knoblauch. Ich kriege schon immer meine Kommentare zu lesen auf Insta, auf TikTok. So viel Knoblauch, so viel Knoblauch. Aber da, wo ihr das kommentiert habt, da habe ich eigentlich meistens nur Knoblauchpulver benutzt. Glaubt mir, mit Knoblauchpulver riecht man jetzt nicht so aus dem Mund, wie wenn man jetzt frischen nutzt. Das soll nicht heißen, dass der frische nicht auch geil ist. Ich liebe frischen Knoblauch. Ist mir egal, wenn es dann ein bisschen riecht. Es lohnt sich für den Geschmack einfach, ja. Und wenn Timmy und ich das sowieso beide essen... Kein Problem. Eine kleine Menge sollte auf jeden Fall reichen für diese zwei Brötchen, denke ich mal. Da kommt noch Basilikum rein. Ich lasse jetzt schon mal das Wasser aufkochen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, aber Spaghetti lasse ich nicht komplett durchkochen. Also kurz vor Ende. Ne? Dann nehme ich die raus und komme dann in die Pfanne rein, wo die drin sind. Das zeige ich euch aber jetzt. Das wird jetzt erstmal auch klein geschnitten. Für die Pasta. Komische Sachen involviert und dass euch das alles sehr interessiert, ist unschwer zu. Das Format hier ist so beliebt, um die es auch heute geht. Ich bin glücklich. Deborah McCurdy wurde als ihre Mutter einfach das Jeanette-Schauspieler. Bekam Jeanette in ihren ersten Rollen, später dann auch im TV-Werbung und viel. Ich habe noch Petersilie klein geschnitten. Das sind einmal die Garnelen. Hier ist das Brot, einfach mit Olivenöl in der Pfanne ein bisschen anbraten lassen. Hier werde ich jetzt die Garnelen einmal vorher anbraten, rausnehmen und dann machen wir die Soße. Für alle Olio bzw. das Öl fertig, aber erst an die Garnelen anbraten. Hier werde ich die Nudeln kochen. Die brauchen 10 Minuten für al dente. Ich lasse die 8 Minuten kochen, weil die kommen danach hier rein. Garnelen sind in der Pfanne. Ich gebe jetzt einfach direkt den Knoblauch mit rein und Chiliflocken. Das rühren wir auch einmal um.
kommt jetzt hier einmal drauf. So. Und so sieht das Ganze jetzt aus, Leute. Das sieht wirklich sehr lecker aus. Und I'm sure, es schmeckt auch gut. Ich mache es nicht zum ersten Mal. Deswegen, ich weiß, es schmeckt gut. Ich freue mich drauf. Und das ist einmal die Bruschetta. Sieht auch sehr gut aus. Und das ist unser heutiges Iftar-Menü. Lecker. So, Leute. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt. Ich hatte eben gebetet. Habe dann noch was erledigt, worauf ich jetzt eingehen werde. Vielleicht interessiert das ja einen oder anderen. Ich habe das nämlich gestern auf Insta gepostet. Und da hatte ich einige Fragen bekommen, wie ich das gemacht habe. Während ich euch erzähle, worum es geht, gönne ich mir das hier, Leute, so mal einfach. Geil. Ich freue mich. Aus dem Kühlschrank. Geil, zuckrig. Jedenfalls, Leute, bin ich ein Profi darin geworden, ein Visum für die USA zu beantragen, okay? Wie ihr vielleicht wisst oder nicht wisst, keine Ahnung. Türkische Staatsbürger brauchen ein Visum, um in die USA einreisen zu können. Alle, die einen deutschen Pass haben, die brauchen dieses ESTA oder ESTA. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall ist das ganz, ganz easy, das zu beantragen. Das beantragt man einfach online. Ich habe jetzt einen deutschen Ausweis mittlerweile. Seit, weiß ich nicht, 3 Jahren oder so, keine Ahnung. Und ich hatte vorletztes Jahr bin ich mit meinem Papa nach New York gereist. Und mein Vater hat einen türkischen Ausweis. Für den mussten wir halt ein Visum beantragen. Und zwar ein Touristenvisum, das nennt sich B2. Okay? Und jetzt denken vielleicht einige, okay, voll problematisch, wie macht man das? Und deswegen erkläre ich ganz kurz, wie das Ganze abläuft für diejenigen, die das auch planen zu machen. Vielleicht kann ich jemandem damit einfach weiterhelfen. Und für die Leute, die das nicht interessiert, die können gerne einfach vorspulen. Wenn ihr türkischer Staatsbürger seid oder auch anderer Staatsbürger und ihr braucht ein Visum für die USA, ihr braucht ein B2-Visum. Das ist das Touristenvisum für die USA. Dann googelt ihr einfach DS-160. Das ist nämlich das Antragsformular. So nennt sich das Antragsformular, was ihr ausfüllen müsst. Also googelt einfach DS-160, okay? Dann kommt ihr auf diese Seite. So muss die Seite aussehen. Müsst ihr dann die Location einmal auswählen, also das nächstgelegene US-Konsulat, was in eurer Nähe ist. Bei uns ist es das US-Konsulat in Frankfurt, es gibt aber eins noch in Berlin und in Hamburg, meine ich, oder München, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall 3 Stück. Aber das in Frankfurt ist das nächste für uns, deswegen da einmal Germany und Frankfurt auswählen und dann den Code unten eingeben und dann auf Start an Application. Dann müsst ihr euch Zeit nehmen, ihr müsst da alles ausfüllen. Note: Wir haben die Reise schon vorher gebucht. Ach so, es geht übrigens für meine Eltern und für mich im Juni nach New York. Das erwähne ich jetzt auch mal nebenbei, weil dafür habe ich es nämlich gemacht. Meine Mutter braucht ein US-Visum. Mein Vater hat schon, wie gesagt, eins. Ich war mein Vater schon mal in New York. Ich brauche keins. Ich habe deutsche Staatsangehörigkeit. Meine Mutter braucht eins. Okay? Also, das heißt, bevor ich diesen Antrag gemacht habe, habe ich schon die Reise gebucht, weil wenn ihr diesen Antrag ausfüllt, ihr müsst euer ganzes Leben da eintragen. Wie ihr heißt, wie eure Eltern heißen, alles Mögliche. Euren Werdegang da, also da werden ganz viele Fragen gestellt, die ihr einfach alle beantwortet und alles ausfüllt von eurem Ausweis, Nummer, blablabla, alles Mögliche, okay? Und da wird auch gefragt, habt ihr schon Pläne für die USA? Und bei meinem Vater war das auch so, dass ich schon vorher die Reise gebucht habe, Hotel gebucht habe und Flug gebucht habe, weil so könnt ihr dann eingeben, an diesem Datum fliege ich in die USA, an diesem Datum fliege ich wieder zurück. Und dann könnt ihr auch die Adresse eingeben von eurem Hotel, wo ihr bleibt. Weil das ist, kommt viel, viel besser an, als wenn ihr das jetzt nicht machen würdet. So könnt ihr schon direkt eure ganzen Pläne vorlegen. Und es ist viel, viel wahrscheinlicher, dass ihr euer Visum bekommt. Ja, das heißt, ich hatte schon die Reise gebucht, bevor ich diesen Antrag ausgefüllt habe. Das heißt, Flug steht schon, Hotel steht schon, okay? Dann füllt ihr dieses Formular, wie gesagt, aus. Ihr müsst euch Zeit nehmen, ihr müsst alles eintragen. Dann habe ich auch eingetragen den Flug, Hotel, alles Mögliche von meiner Mutter. Also für meine Mutter habe ich es ausgefüllt, komplett. Danach habt ihr eine Nummer. Wenn ihr das abschickt am Ende, ihr müsst auch noch ein Bild hochladen, so ein Passfoto einfach. Fotografiert einfach euer Passfoto ab, schneidet das in eurem Handy einfach ein bisschen genau zurecht so. Hat gepasst. Danach habt ihr da so eine Nummer stehen, die fängt mit AA an. Das war erstmal nur Schritt 1. Wenn ihr das einmal gemacht habt, dann könnt ihr oder solltet ihr, müsst ihr auf diese Seite hier gehen. Da ist oben der Link. So sieht die Seite dann auch aus. Also bevor diese Seite sich öffnet, steht da erstmal halt anmelden und ihr müsst euch da registrieren, okay? Auf dieser Seite werdet ihr dann nämlich, nachdem ihr das DS-160-Formular ausgefüllt habt, werdet ihr auf dieser Seite dann nämlich, nachdem ihr euch hier auch registriert habt, einen Termin vereinbaren und vorher aber auch die Gebühren bezahlen. Das kostet 175 Euro. Die müsst ihr dann mit Kreditkarte auf dieser Seite dann bezahlen. Ihr müsst auch eine Sachen alles eingeben. Immer kontrollieren, Leute, ob ihr das richtig eingegeben habt. Alles eingeben, kontrollieren. Und dann müsst ihr die Gebühren auf der Seite zahlen. Nachdem ihr es gezahlt habt, könnt ihr dann einen Termin auswählen. Und das war dann Schritt 2. Und der wichtigste Schritt ist dann der Termin. Ihr habt einen Termin vereinbart. Ihr müsst persönlich zum US-Konsulat nach Frankfurt fahren. Ihr könnt auch nur alleine rein. Meine Mutter spricht jetzt nicht so gut
nicht so gut Deutsch. Deswegen werde ich wahrscheinlich einen Dolmetscher beauftragen. Ich habe gelesen, Dolmetscher könnten mit rein und so weiter. Ich werde auch sie vorher darauf selber vorbereiten, dass wenn sie alleine geht, dass sie das auch selber alleine hinbekommt. Sollte sie eigentlich hinbekommen, aber ich wollte auch nochmal sicher gehen und noch einen Dolmetscher irgendwie mitschicken. Mein Vater war das nämlich auch so. Mein Vater natürlich, der kann ja perfekt Deutsch. Hat alles super geklappt. Dann sind wir halt dahin gefahren mit meinem Vater damals zum Konsulat. Alle Unterlagen dabei, Leute. Alles mitnehmen, während ihr diese Prozesse macht. Dann steht ja sowieso alles, was ihr da... Nimmt dieses Dokument mit, nimmt diesen Beleg mit, dass du es bezahlt hast. Nimmt diesen Beleg mit, dass du diese DS-160 ausgefüllt hast. Nimm diesen Beleg mit, der am Ende angezeigt wird, mit den QR-Codes. Alles mitnehmen. Alles einpacken. Am besten druckt ihr dann noch eure Reisedokumente aus, eure Flüge, eure Hotels, dass ihr alles einfach vorlegen könnt. Und dann geht ihr zum Interview. Also normalerweise kommt man da nur alleine rein. Da muss man sich dann verschiedene Schlangen anstellen und am Ende das Interview führen. Das Interview hat mein Vater auch auf Deutsch geführt. Also da müsst ihr keine Panik haben, dass ihr da unbedingt Englisch reden müsst. Geht eigentlich auch auf Deutsch, aber... Und dann fragen die dich da auch nochmal aus. Was machst du denn aus da? Wieso willst du da hin? Was machst du denn hier beruflich? Die wollen sicher gehen, dass man genug finanzielle Mittel hat. Die wollen sicher gehen, dass du da wirklich nur Urlaub machen willst. Und die fragen dich einfach nur aus. Vor Ort wird dann entschieden, ob du das Visum bekommst oder nicht und für wie lange du das bekommst. Mein Vater direkt vor Ort hat mir gesagt, okay, 10 Jahre, das ist auch das Maximum, was man bekommen kann. Danach lässt man den Reisepass dort. Der wird dann einem per Post wieder zugeschickt. Das war es eigentlich auch schon, Leute. Es ist wirklich nicht so kompliziert, wie es sich einem am Anfang anhört, wenn man denkt, okay, Visum beantragen und so. Ist echt nicht kompliziert. Mit diesem Visum kann mein Vater jetzt länger als ich in den USA bleiben mit meinem deutschen Ausweis. Er hat ein Touristenvisum. Er kann, glaube ich, bis zu 6 Monate am Stück dort bleiben. Bin mir gerade nicht sicher. Und ich kann bis zu 3 Monate im Jahr dort bleiben. Mit dem Esther. Also, das läuft gerade nebenbei. Ich habe mich darum gekümmert jetzt. Es nimmt ja ein bisschen Zeit in Anspruch. Termin habe ich jetzt gemacht. Haben wir im Mai. Also meine Mutter. Und Ende Juni, inshallah, geht dann unsere Reise nach New York mit meinen Eltern. Ich freue mich auch nochmal, Leute. Das war es eigentlich auch schon, Leute. Das wollte ich euch erzählen. Und jetzt gönne ich mir weiter ein bisschen Zucker. Oh. Leute, einfach Katzenminze. QB ist verrückt danach. Und wir tun das jetzt in diese Box rein. Jetzt ist eben schon so ein Häuschen gemacht von dieser Box. Hat sich da drin reingelegt. Und jetzt ist da noch Katzenminze drin. Und der liebt es, sich da drin zu wälzen. Als wäre das so ein Streu so. Als wäre so eine Kuh da drin. Der chillt da jetzt die nächsten Stunden, Alter. Der wird jetzt richtig high. Sie sieht ja aus wie so ein Kaninchen. Ich habe gerade meine Kalaja-Bestellung ausgepackt. Leute, wie schön ist dieses Set? I like. Genauso wie dieses Set und einmal diese Küchenmaschine. Und ich werde heute Mantel machen. Habe ich vor langem nicht mehr gemacht. An Ramazan erst recht halt gar nicht dieses Mal. Deswegen wird es Zeit. Mache auf jeden Fall heute Manze, deswegen kann ich auch direkt diese Küchenmaschine gleich mit benutzen. Morgen sind wir übrigens bei meinen Eltern eingeladen. Meine Schwiegereltern sind auch eingeladen. Aber heute gibt's Manze und der Kiwi. Du steh mal an, bitte. Guck mal, wie er aussieht. So Dickerchen so. Guck mal, wie dieser Dusch da drin. Ich stell grad nicht auf, was das geil war. Machen wir uns, der genießt uns richtig. Was war das denn? Ich muss auch nochmal auf eine Sache eingehen, ja? Irgendwie in den ganzen letzten Videos haben alle kommentiert, ich würde ganz falsch Sahur machen. Ich wäre mal viel zu spät dran. Leute, mir ist klar, dass ich essen kann, bis das Fajr-Gebet anfängt. Also nicht bis Imsak, sondern bis Fajr-Gebet, okay? Das ist mir schon klar. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Habt ihr vielleicht auf die Uhr geguckt? Backofen, weil da ist eine Stunde voraus. Hab ich schon gesagt, die Uhr ist da falsch. Okay, auf jeden Fall mache ich es nicht falsch. Yubi ist einfach wieder dann eingeschlafen. Der gönnt sich immer noch. Ich habe jetzt den Tisch einmal gedeckt. Da ich jetzt die Kooperation mit Kalaja habe, habe ich das jetzt schon mal vorbereitet und abgefilmt. Sieht auf jeden Fall wirklich wunderschön aus, Leute, wirklich. Hier werde ich jetzt den Teig für Mante vorbereiten. Ich habe euch so oft schon gezeigt, wie ich mal Mante mache, aber es gehört immer zu Ramazan mit dabei. Einmal muss ich zeigen an Ramazan, wie ich Mante mache. Deswegen nehme ich euch jetzt trotzdem mit. Ich mache jetzt einen Teig aus 500 Gramm Mehl, 2 Eiern, 200 Milliliter Wasser. Vielleicht ein bisschen weniger. Kann sein, dass ihr ein bisschen Mehl nach müsst. Natürlich auch Salz. Und dann einfach, bis die Konsistenz perfekt ist. Also es ist einfach so einfach, Leute, Mante zu machen.
bereiten jetzt die Füllung vor. Hackfleisch, Leute. Eine Zwiebel. Ganz, ganz klein gemacht. Am besten in der Maschine. Salz und Pfeffer. Das ist die Füllung, Leute. Mehr nicht. Ich rolle jetzt einmal den Teig aus. Ihr habt gesehen, die Füllung ist auch fertig. Und dann wird das Ganze befüllt. Ich bin ein bisschen in Zeitmangel. Deswegen wird Timmy mir gleich helfen. Es wird noch eine Suppe geben und einen Salat. Im Auto finden die Beamten noch eine Jacke. Sowohl die Jacke als auch das Auto selbst werden auf DNA überprüft. Ein Mann hat um 2.44 Uhr gezankt und anschließend nicht bezahlt. Die Polizei fährt zu ihr und konfrontiert sie mit ihrem Wissen und noch Fragen dazu gehabt hätte. Mit seinem hat Sandy dreimal mit Jörn Telefon und zweimal am Tag sein. Werden die Mannheimer gekocht? Also Manze kocht auf jeden Fall. In der Zwischenzeit kommt hier Joghurt einmal auf den Tisch. Wir haben ja den jetzt aktuell da. Eine einfache Suppe wird gemacht heute. Und, die Sauce wird vorbereitet. Man kann entweder nur Butter machen mit Chiliflocken. Oder man macht traditionell Öl, Butter und Paprika, Tomatenmark. Wir machen das traditionelle heute. Erstmal aufkochen lassen. Leute, Endspurt. Ich habe voll spät angefangen, ne? Heute. Wir haben ein bisschen weniger Löffel, ne? Ja. Jetzt haben wir sogar noch weniger Löffel als vorher. Goldene. Klasse Besteck, wie Timmy sagt. Eine kleine Dressing für den Salat, dass es einmal nur drüber kommt. Nicht viel. Salz, Olivenöl, Romans, Oriental Salad. Mix, mix, mix. Mix, 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 mix. Das kommt einfach nur auf den Salat drauf. Und wir sind gleich fertig. Fertig.